Hallöchen Leute, ich bin Pyrmark und herzlich willkommen zu Borderlands, der Pre-Sequel. Jetzt erfahren wir endlich, was zwischen Teil 1 und 2 passiert ist. Bin sehr gespannt, ich drücke mal auf neues Spiel, ich weiß nicht, was passiert. Das Intro wird abgespielt und ich kriege Spitzenmode als Errungenschaft, weil ich anscheinend ein paar Skins freigeschalten habe, weil ich die Spielstände von den anderen zwei Teilen habe. Ist das Sanctuary? Ja. Du hast einiges zu erklären, Tigerin. Du wurdest von Kind an zu einer Atlas-Assassinin ausgebildet und hast über 1000 Jobs erledigt. Um ein Haar hättest du zwei meiner besten Männer gekillt, bevor sie dich geschnappt haben. Sie sagt, wir sind ihre besten Männer. Das fühlt sich gut an. Oh. Es sieht so aus, Athena. Ich stelle dir jetzt eine einzige Frage. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann stirbst du. Zielen! Also, ich frag dich nur einmal. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Nach dem Tod von General Knox arbeitete ich als Söldnerin auf Pandora. Eines Tages kam ein Jobangebot von einem Hyperion-Programmierer. Komm auf den Mond, jage eine Kammer, werde zur Heldin. Ich traute Hyperion nicht, war aber zu hungrig, um bezahlte Arbeit sausen zu lassen. Und was gab's da? Gewalt. Wahnsinn. Und einen Helden. So, 2K Games präsentiert schon wieder was. Spiel von 2K Australia, auch nicht schlecht. So, Gearbox Software natürlich. Was noch sonst? Ups. Das war ein bisschen schief gegangen. Borderlands, the Pre-Sequel. Woo! Wilhelm als der Enforcer. Athena als Gladiatorin. Misha als Lawbringer. Und Claptrap als böser Fehler, okay. Hätte die Lost Legion nicht die Helios überfallen, wäre vielleicht alles anders gekommen. See you.
weiter, ihr Trottel! Das ist ja schon mal sehr interessant. So. Gut, eigentlich wollte ich ja in jedem Spiel eine Sirene spielen, aber dann jetzt ist mir kurz vorher aufgefallen, dass es in dem Spiel gar keine Sirene gibt. Tja, dumm gelaufen. Kann man sogar als Jack-Double spielen, also das ist ein DLC. Brilliant. Und die Schwester von Sir Hammerlock, Sir Aurelia von Hammerlock Haus. Ich bringe das Gesetz! So, das ist die eine von Lynchwood von Borderlands 2. Ja, die kennen wir ja alle, das ist der Claptrap. Übertrag 1? Der uns in Borderlands 1 am Anfang da begegnet ist und geholfen hat. Es geht los. Wilhelm ist natürlich Wilhelm und Athena ist die, was bei in diesem General Knox DLC von Borderlands 1 dabei war. Genau. Und dann würde ich sagen, ich spiele einfach mit ihr. Ausgestoßene Assassinen mit Schwert und Schild klingt gut, würde ich sagen. Obwohl ich wahrscheinlich wieder rumballern werde die ganze Zeit. Dann weiß ich, dann bin ich doch nicht so sicher. Wenn ich doch lieber sie nehmen soll, weil die hat einen coolen Skill, dass man irgendwie. Dass irgendwie die ganzen Waffen stärker werden und so. Und ich baller sehr gerne rum, aber dann nehme ich doch die. Okay, dann nehme ich Nisha, würde ich sagen. Okay, so, welches Köpfe haben wir da direkt schon freigeschalten? Erlösung von mir aus. Und das Ding. Nee, Friese qualmt man nicht, der Hut ist schon okay. Aber gut, bleiben wir halt dabei erstmal. Nishas uriges Outfit, klingt gut. Das ist so rot, das ist eigentlich ganz cool. Warum habe ich da schon so viel? Oh, das ist immer wieder das selbe Nachnamen, glaube ich. Kammerjäger Prime, das ist wohl wahrscheinlich, weil ich das erste Spiel gespielt habe. Das ist wahrscheinlich, weil ich das zweite Spiel gespielt habe. Okay, so viel gibt's da jetzt schon mal. Das ist zwar so schwarzmäßig, das wollen wir auch, aber halt mit Blau gemischt. Das ist ja nicht so gut. Das Rot und Schwarz gemischt ist. Ich finde, das ist ganz okay. Normal ist halt auch nicht schlecht. Ich nehme dabei, ja. Nehmen wir dabei das. Name habe ich, glaube ich, gelassen beim zweiten Teil. Okay, dann würde ich sagen, ich bin ready. Zum Loslegen. Hallo Kammerjäger! Danke, dass du Hyperions Ruf gefolgt bist. Leider wird die Helios-Raumstation zur Stunde von wahnsinnigen Dahl-Militäreinheiten angegriffen. Bitte nimm dieses Echo-Gerät. Folge mir nun. Ich führe dich jetzt zu deinem Auftraggeber. Ich erhalte ein Objekt als Loyalitätsbonus. 500 Badass-Punkte, 30 Mondsteine. Was denn Badass-Rang verdienen? Cool. Für Abschluss und Herausforderung verdienen, das ist immer noch dasselbe. Okay. So. Geil. 12 Tokens habe ich schon. Machen wir gleich mal hier Schaden erstmal. Trefferschaden klingt gut. Schlafverzögerung ist gut. Schildgeschwindigkeit ist gut. Feuerrate ist gut. Erstmal alles einmal, würde ich sagen. Was habe ich noch nicht? Das da. Waffenschaden will ich auch mal. Kampfschaden habe ich jetzt, glaube ich, schon, aber egal. Nachladegeschwindigkeit nochmal. Schild. Irgendwas mit Schild. Oder Genauigkeit. Erstmal Gesundheit ist auch noch gut. Und Elementareffekt Schaden kann man immer mal wieder nehmen. So. Das sind meine Skills, die habe ich noch nicht. Du hast erfolgreich die verlassene Trainingsanlage freigeschaltet. Super. Suche einen Eingang in Outlands Canyon. Finde ich gut. Da kann man schon mal Waffen schauen. Da ist schon mal ein paar blaue Waffen. Das hören wir uns. Obwohl, ist keine gute Idee. Wie mache ich das nochmal? Kann ich jetzt noch nicht wahrscheinlich. Okay. Ich schätze mal, das sind so meine Waffen. Und die sind jetzt auch nicht viel besser. Also vielleicht bei denen. Okay, kein Problem. Okay, die Schwerkraft ist noch normal. So, 20 XP schon mal, das ist gut, herumschnüffeln. Da ist ja gut aus. 50 blindbare Behälter. Fix Loader, klingt gut. Ach ja, Hyperion Roboter sind jetzt meine Friends. Ich komme, Claptrap, halte durch. So, Snapper und Revolver natürlich. Okay. Mal schauen, ob ich dabei bleiben werde.
Okay, Sekunde noch. So, aber das was ich brauche. Let's go. Ich öffne kurz diese Tür. Ah, okay, ich muss erst herkommen und dann. Muss das zu dir kommen und dann. Ja, gut. Okay, am Anfang ist viel Gelaber, ich soll nicht immer dazwischen reden. Die Last Legion richtet hier ein Mordschaos an. Ich merk's. Und was machen wir dagegen? 91 Leben in Borderlands 2 ist mittlerweile schon ziemlich viel, 100.000. Diese Mission hat einen Umgebungswegpunkt. Die Umgebung des Tils, aber man muss dort selbst suchen, um es herauszufinden. Um was das hinten, meine ich. Okay, warte schon. Ja, du rennst dahin. Upsi, das war schlecht. Nur Snapper mit großer. Gut, der Feuerrad habe ich auch nicht mehr. Kein Problem. So, das waren die zwei. Das noch mehr, okay, Moment. Ah. Muss schon ein bisschen gut zielen auch. Okay, ist ja nichts mehr. Wo seid ihr denn im Fahrenlauf? Ah, ich brauche noch ein bisschen die anderen Sachen. Okay. Ja. Okay, finde ich gut. Feuergefix-Loader. Warte, ich habe hier Munition übersehen. Ah, warte, werden wir im Laufe des Spiels genau einsammeln. Bin schon da. Noch keine Panik. Also, dann ist da immer nie. Man denkt immer, Roboter empfinden keine Schmerzen. Tatsächlich aber fühlen wir sie in Zeitlupe. Extrem intensiv. Dieser Roboter starb in schrecklicher Agonie. Verdammter Tod? Hey, super! Seid ihr die Kammerjäger, die ich angeheuert habe? Hier, Nisha. Lassen wir es krachen. Das tut weh! Banditen, die Banditen killt. Ich freue mich schon ganz besonders, dich näher kennenzulernen. Völlig zwanglos, vorerst. Ich glaube, ich habe ein paar Spritzer abgekriegt. Yep. Sieht wohl so aus. Okay, der ist leider noch nicht so gut. Weil ich noch kein Schild habe und so weiter. Sie sind noch nett. Hilfe! Meine Hilfe! Keine Ahnung, wer diese Scheißsoldaten sind oder was sie auf dieser Raumstation wollen, aber sie sitzen mir im Genick! Jack steckt bis über die Ohren drin. Ja, sieht so aus. Und sein Unterkiefer kann gebrochen sein. Eure Helios-Raumstation gehört jetzt der Lost Legion. Ergebt euch, bevor es zu spät ist. Hallo. Haben wir das jetzt kein Treffer? So. Ah, das schaut schon besser aus. Das sieht scheiße aus. Bist du hier? Ja, ich habe ein neues Gebiet entdeckt. Hallo, sterf. So, na also. Lost Legion, gehen wir mal rasch. Was wollen die da überhaupt? Was will ich hier überhaupt? Teilcheck. Schützecheck. Ah, okay. Mann, ist das gruselig. Cool. Yep. Da wachst du was. Das war nice. So. Ups, da war ich wohl zu. So, dann. So, ich hab Jack geschützt. Warte kurz. Schlechter Zeitpunkt. Hier liegt Muni rum. So. Oder willst du warten? Du bist beschäftigt. Auch cool. Dann blute ich hier einfach noch ein bisschen weiter. Das soll ein super Zeitvertreib sein. Aber nur zu, lass dich nicht stören. Ich bin ja nur dein Auftraggeber. Sorry, klinge ich unterschwellig aggressiv? Mein Fehler. Muss ein Symptom meines nahen Todes sein. Aber ja, bestimmt hast du Wichtigeres zu tun. Ich setz mich einfach hier hin und sehe zu, dass meine inneren Organe nicht reißen. Oh, ich könnte das ewig machen. Mal. Hoch, Jack, mach schon. Werde ich mal.
alles werden. Hey, Level Up. Du bist eben im Level aufgestiegen. Mit der Erreichung eines neuen Levels wird sich eine Menge an Gesundheit und deine Schadenstärke, außerdem wird gleichzeitig deine Gesundheit und dein Schild komplett erneuert. So. Heilige Scheiße. Ihr habt mir das Leben gerettet. Danke. Hey, ich... sorry, mein Herz. Ich war noch nie unter Beschuss. Macht aber Spaß. Diese Verrückten haben die Helios-Station angegriffen, kaum dass ich euch gerufen hatte. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir in Ruhe nach der Kammer auf der Mondoberfläche suchen. Okay. Kammer zur Mondoberfläche. Klingt gut. Begib dich zu dem Auftraggeber. Du hast Jack gefunden und gerettet. Für besondere Anerkennung könntest du jetzt noch Helios vor der Invasion retten. Okay, probier's. Okay, anscheinend hast du ein Schild. Der ist schnell erklärt. Er frisst Kugeln, bis er verbraucht ist. Dann musst du in Deckung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Hey, ich aktiviere kurz die Steuerung der Verteidigungsanlage. Gleich kontrollieren die Geschütze, Kraftfelder, Laserdrähte. Diese Arschlöcher, die werden Bauklötze staunen. Bit Lions Invasion der Lost Legion. Okay, ich tue das mal. Das ist ein Schild. Frischer Schaden wird zunächst durch ihn abgewehrt. Wenn ein Schild aufgebracht ist, wird er kurz Zeit wieder aufgeladen. Halt da schon noch stärkeren Schild mit speziellen Eigenschaften. Rage Schaden zum Beispiel. Hat auch nicht das andere da. Spike Schaden will ich. Lassen. Blockadesignal kommt von Elpis, Pandoras Mond. Schalte die Geschütze aus! Geschütze? Easy, 100 EP für jedes Ding, Alter. Wenn wir die Helios nicht zurückerobern können, müssen wir hier weg. Zu den Fluchtschiffen geht's hier lang. Okay, geht voran, Jack. Wir müssen dieses Areal einnehmen. Wer ist denn das verrückte Huhn? Ich, die Anführerin von diesen Pappnasen, glaube ich. Keine Ahnung. Wer ihr als erster einen Kopfschuss verpasst, kriegt einen High-Five und ein Häuschen im Grünen. Geil, High-Five. Okay, ich öffne die Tür da. Wir sind gleich bei den Fluchtschiffen. Passt. Dauert das etwas? Und ich muss verteidigen, oder was? Ah, okay. Zwei schwierige Missionen. Geht zu den Fluchtschiffen. Folgecheck. Puh. Ah, verfluchter Mist. Das war's wohl. Wieder diese Colonel-Tussi! Wir schreiten zu dem Plan, verpasst den weiten Kopfschuss! Hallo, Jack. So, Colonel T. Sarpedon, Kommandantin des der Lost Legion, weil dann weg. Fragezeichen. Okay, das läuft etwas. Okay, dann doch nicht daraus, hm? Wie wär's? Gehen wir mal. Na, na toll, sie hat die Schiffe zerstört. Wir müssen irgendwie anders von der Station runterkommen. Oh Moment. Was war denn das für ein freakiges Alien? Ich hab keinen Dunst, aber ich hab so das Gefühl, es könnte uns mit seinem Gehirn töten. Also, lauf weiter. Jack, verdammt, was ist los? Ich bekomme Alarmmeldungen von überall auf der Helios-Station. Nichts, Sir, nichts, alles bestens. Eine unserer Claptrap-Einheiten wollte nur einer Steckdose einen Zungenkuss geben. So. Muss ich Sie daran erinnern, dass Sie Pandora beobachten sollen und sonst nichts? Wenn Sie Schäden auf der Helios-Raumstation verursachen, dann mache ich Sie persönlich... Verzeihung, Sir, die Verbindung bricht ab. Ich kann nicht... Was? Ich hab Sie Arschloch genannt, weil ich dachte, Sie hätten aufgelegt. Mein Fehler. Wir sprechen uns noch, John. Das Elpis. Dieses blöde Störsignal ist irgendwo da unten auf diesem geborstenen Felsbrocken und blockiert all das coole Sicherheitszeugs hier oben. Mhm. Wir werden abgeballert. Verfluchter Mist. Hey, ich bin auch abballert. Ich will diese Station und ich will das Universum retten. Was soll das bedeuten? Ich will den Schatz Flieger zerstören, bevor er sich verpisst. Perfekt, Snippet. Nicht so nicht viele, aber. Warte, Jack. Ich bin gleich bei dir. Ah, oh, okay. Super, Jack. Gute Arbeit. Das mache eigentlich sonst immer ich. Yeah. Hier ist das die Munition für die neue Laserwaffe, die es jetzt gibt. Laserwaffen, die es jetzt gibt, besser gesagt. Kann Jack sterben überhaupt? Glaube nicht. Okay, das zerstört jetzt nicht. Also ich muss. Aber sieht nicht so aus. Ja, wo sind die überhaupt? Das sind da die roten Punkte, aber das kann niemand. Waffenschrank. Das ist ein Napper vielleicht.
Nein, das lassen wir noch. Revolver ist da auch noch nichts. Okay, dann machen wir das mal so. Also ja, ne? Warte, wo? Ja, jetzt geht schneller raus. Das sieht gut aus. Check, bist du auch voll fertig? Wie hält sich der Schild? Der Schild ist perfekt. Wer hat noch nicht an? Wir haben nicht mal echtes Militär hier oben. Die ermorden Arbeiter und uns, wenn wir nicht abhauen. Ja. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Uns sollen die nicht killen. Die plünderbaren Objekt. Da steht immer die Herausforderung. Da muss ich natürlich immer mehr machen. Die Muni natürlich auch von dem Typen den Jack getestet hat. So, neue Inhalte sind runtergeladen, werden installiert. Ich glaube, das Texture Pack, da habe ich jetzt runtergeladen. Brauche ich gar nicht. Ich dachte, da steht irgendwie nur HD Texture Pack, irgendwie sowas. Und dann habe ich gelesen, Ultra HD. Und ja, haben wir leider kein Ultra HD. Also ist das ein bisschen unnötig, glaube ich. Aber egal. Hauptsache, es wird jetzt direkt installiert und ich kann es direkt aktivieren. Nehmen wir mal an. Okay, ich habe eine verrückte Idee. Wir gehen zur Moonshot-Kanone. Mir nach! Was ist diese Moonshot-Kanone, von der du gesprochen hast? Im Wesentlichen ist das eine riesige Kanone, die mit 1000 Meilen die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen in einen der Container und machen die Fliege. Klingt ziemlich cool. Werden wir sterben? Weiß nicht. Wäre aber eine coole Art zu sterben, oder? Yes. Ich spiele übrigens, dass die später Checks vor wird. Und das ist gut. Wackeln ist herum. Ich bin eigentlich hätte ganz aus dem Kopf. Schön nochmal auf. Nice. Schau wieder ein Level Up. Jetzt schauen wir einen Skillpunkt. Mit Level 3. Ich dachte erst auf Level 5. Gegen Skillpunkte ganz neue Spielfigur mit zusätzlichen Skills und Spezialisierungen anpassen. Dann der Skillpunkt jetzt an, um den Action Skills Showdown freizuschalten. Jetzt gleich. Okay, von mir aus. So. Oder bin ich schon Level. Was für ein Level bin ich? Hier steht's, oder? Nein, hier steht gar nichts. Hier, es gibt Dollar und es gibt komische Alien-Münzen, was auch immer das sein soll. Okay. Ich weiß auch immer noch nicht, welcher Level ich bin. Wo steht das, welcher Level ich bin? 3. Okay, da kriegt man den ersten Skillpunkt schon ab Level 3. Das ist gut. Aktiviere schon damit das. Du kannst automatisch zielen und es erhöhen sich Waffenschaden, Feuerrate, Ladegeschwindigkeit, Genauigkeit und Geschossgeschwindigkeit. Mit allen Waffentypen hältst du LT gedrückt und schnippst R in eine Richtung, kannst du schnell zu einem anderen Ziel wechseln. Sniper Rifle und Raketenwerfer erhalten keinen Schadensbonus. Geschossgeschwindigkeit 15% direkt, Nachladegeschwindigkeit 125%, Waffenschaden gleich plus 42 beim ersten Level, also das gibt es ja ein Level, okay. Gut, und das andere schaffen wir dann nachher an, wenn es soweit ist. Hast du wieder ein Battles-Token? Ja, auf jeden Fall. So, das ist ein Action-Skill. Drücke LB, um deinen Action-Skill anzusetzen. Nach Verwendung ist der Skill erst wieder verfügbar, wenn er sich wieder voll aufgeladen hat. Ein Action-Skill ist eine mächtige Waffe, der im Kampf das Zünglein an der Waage sein kann. Natürlich. Aber check erledigt, bitte. Das ist ja 100-mal besser. Ich hatte Vermutung. Geld. Rache. Aber wer brauchte hier schon jemals einen Grund? So, ich war gerade voll in mein Dings vertieft. Mein Skill, der ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Der gefällt mir. So mit Schild und so. Nee. Das passt schon so. Fager Fixloader. What? Soll das auch schon das machen? Anscheinend. Check, wo geht's lang und warum ist hier. Was soll's? Noch ein Waffenschrank. Ist zwar ein schlechter, aber. So, in Schatzkisten findest du seltsame Beute. Seltene Beute. Die Farbe zeigt die Seltenheit eines Objekts an. Die Farbpalette von Visander Meer bis zu unglaublich selten sieht so aus: weiß, grün, blau, lila, orange. Wenn Großmutter bellt, lacht Opa, heißt sie Dings. Stand irgendwann mal in irgendeinem Borderlands-Teil, wenn man nicht mehr sehen kann. So, das ist ein bisschen Geld. Mal kurz gucken. Gefällt mir eigentlich nicht so wirklich was. Also das hier, Magazingröße 55. Das ist halt natürlich nicht schlecht.
Aber wenn ich die schnell nachladen kann, ich lasse es einfach mal alles da. Ich bin dabei zufrieden. Und wenn es dann die erste gute Waffenkiste gibt, oder wenn Gegner mal was fallen lassen, dann gönne ich mir mal was. Werdet geläutert durch die Hitze! Ich sag mal, Heldenkerl. Flame Knuckle. Tötet den Kerl, okay. I'm trying. Auch so ein Feuertyp wie dieser Flint, Captain Flint, der da ist. Muss mal stillstellen. Ach, kann das nur. Ah, dann mach ich lieber so. Ah, jetzt habe ich einen dritten schon, okay. Okay. War doch gut aus. Irgendwann habe ich einen kritischen Treffer gemacht, der war aber nicht liegt. Da wieder Gliedmaßen, dann. Ah, jetzt. Da hinten auf dem Dings. Ah. So, Flame Knuckle ist jetzt immer noch da. Dann setzen wir mal Skillpunkt an. Ah, ich kann da auch am Kopf zielen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ist das einmal elektrisiert? Ah, mein Check. Okay, Moment. Ich lade kurz mal auf. Muss ja eh nicht mal was machen. Zählt ja automatisch. Nice, das lief super. Der Typ steht echt auf Feuer. Der Aufzug ist da drüben. Freistoß im Zoom-Modus. Nein, danke. Das ist total spannend. Unsere Geschichte fing einfach so an, dass wir aus einem Bus stiegen. Deine klingt so explosiv und so. Mach der Gefangenen keine Komplimente. Aus dem Bus ausgestiegen. Ah. Jo, der Lift. Warte einen Moment. Muss der Roboter da was fallen lassen? Ja, Geld. Ich komme aber wohl mal, oder? Ich kann ja keine Money mehr aufsammeln. Passt. Genau. Von da oben kommt ihr in den Moonshot rein. Ich hol den Lift. Du, das hättest du nicht währenddessen machen können, wenn ich komme. Nee. Dann braucht der. Ich glaub, der hängt, Bruder. Verdammt, das wird irgendwas nix. Blockiert den Lift da oben. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich baller das einfach weg. Schräge Idee, ich bastle was am Ladeterminal. Nee. Okay. Das ist eine richtig schräge Idee. In den Mundschutzzylinder und fahr nach oben. Okay. Kein falscher Schritt, sonst droht ein mörderischer Absturz. Danke für die Warnung, Mann. Ich schaff das schon. Das ist die zweitgrößte Kugel, in der ich je war. Festhalten, ich dreh den Zylinder. Das ist auch ein Easter Egg von Teil 1. The largest bullet. Oh Mann. Sehr gut. Verstehe ich natürlich. Da oben angekommen, gib den Lift frei, damit ich nachkommen kann. Okay, jetzt haben wir keine Hilfe, wenn wieder Gegner kommen, die höchstwahrscheinlich kommen werden. Oh, das ist überhaupt. Ich kann nichts mehr sammeln. Hey Mann, läuft alles okay da oben? Bis jetzt? Ja. Der ist total eingequetscht. Macht nichts, die empfinden keine Schmerzen. Prügel ihn einfach raus. Jo. Oh, diese Loader nerven. Kein Wunder, dass Dalon so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses wie dich. Jo, ich bin badass. Kann ich wusste, dass das mein Nahkampfangriff ist. Ich hab immer einen Satz und Zollen besetzt irgendwann, aber. Wurscht! Plastik auf den Mond schießen. Okay. Nur noch in einem Mondshot-Container. Die Gier Hyperions wird weggesichtet! Nachdem wir diesen Arsch gekillt haben! Kinder? Ja, gut. Sollte es nicht enden! Okay, jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Jetzt müssen wir. Was zum. Die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Einer muss hier bleiben und die Kapseln von Hand starten. Ich würde sagen, du, Nisha, aber du bist viel zu hübsch, um zu sterben. Die Tour zieht bei mir nicht, Cowboy. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauch dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Bist du dir sicher?
Du stirbst wahrscheinlich. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Held, Baby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Oh, gut, ein Mediaautomat. Ja, ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Reise zum Mond. Und deck dich auch mit Munition ein. Da drüben gibt's welche. Wir müssen einen Moonshot-Container hier hochbringen. Normal transportieren wir damit Vorräte, aber diesmal bist du die Ladung. Geh in die Kapsel, gleich. Bullets etc. Gut, to the... Gut, to the last shot. Natürlich, da kann man dabei eine Muni kaufen. Keine Granaten oder sonst irgendwas. Nicht mal Raketenwerfer, Muni. Okay, der Container hier dürfte es tun. Leb wohl, mein Freund. Sekündchen. Hört so gut. Heals. Nur Spaß. Okay, kein Dr. Zed. Okay, Nina, danke. Ich werde dich sicher noch kennenlernen. Befürchte ich, kann ich das nicht anhören oder so? Noch nicht. Ah, doch, jetzt geht's, oder? So, der Container ist bereit. Geh rein. Ich werde wahrscheinlich sterben, oder? Ja, wir sehen uns, wenn du das Störsignal abgeschaltet hast. Okay, habe ich das jetzt? Nein, habe ich nicht. Okay. Doch, jetzt funktioniert es. Okay. Dann hören wir uns das noch schnell an. Los, schnell, wir müssen auf Elbe ein Störsignal ausfindig machen. Really? Ich muss das aber nicht anhören. Okay, dann gehen wir nach Elpis und stören das Signal, abschalten und so. Ich lade dich jetzt in die Abschusskammer. Jetzt wird's laut und ganz leicht furchterregend. Du sagst also Jack, Handsome Jack, der Mann, der meinen Freund ermordet hat, ist dort geblieben, während du geflüchtet bist? Nie im Leben. Ob das Heldenmut oder reine Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Handsome Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Elpis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Na gut, bleibt nun wohl nichts anderes übrig. Kann ich jetzt das Ding noch anhören? Ein Scumstain, das ist richtig weh anscheinend. Los, wir müssen jetzt! Dein Ernst? gut, dann reise ich im nächsten Part dorthin und hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall passt ihr sehr mit der Kamera, ich glaube schon. Und sonst sage ich es wieder unten überall. Okay, perfekt, dann würde ich sagen, das war's mit dem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich muss das aber leider weggehen, um es dringend zu erledigen. Also tschüssi!